Hallo, Harley hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic World of Xeen. Wir befinden uns in Winterthod und haben hier irgendwelche komischen Knochengeister. Da müssen wir jetzt mal gucken, die sollen wir vertreiben. Dafür müssen ja einige sterben, wenn wir rasten. Nein, dann rasten wir natürlich nicht. Kraft 0, Genauigkeit 0, Tempo 0. Boah, ist die krank, die Frau. Okay, hier war das Portal ab nach Vertigo. Und dann erstmal heile, heile machen. Kann ich helfen? So, da. Sagt die Nahrung denn, dass du deswegen? Nein. Okay, jetzt klappt das wieder. Ab wieder nach Winterthod. Wohin? Ach, und schlafen mussten wir ja wegen den Spruchpunkten. So. Zaubern, du. Nein, nicht Todesfinger, sondern den Tageszauber. Okay, zaubern. So. Dann haben wir das. Jetzt erstmal rausfinden, was wir hier jetzt genau machen müssen. Die Denkergilde ist auch schon mal schön. Sollen wir, aber an die Flaschen sollen wir schon mal nicht. Willkommen in der Ihr müsst Gilde. Mitglied sein. Wir haben sowieso kein Geld. Aber auf der Bank liegt noch was. Dafür müssen. Oh. Ja, du bist ja nicht der Zauberer. So, du kannst zaubern. Und du gleich mit. Will ich da durch? Ja, machen wir einfach, ne? Zaubern. Nein, nicht Tageszauber. Oh. Was bist du hier? Der Brunnen kann euch stärken, aber Ordnung müsst ihr schaffen. Okay. Okay. Also der Brunnen, ja wahrscheinlich ist der in der Mitte dann gemeint. Und wo bin ich jetzt hier? Geister? Geister? Böse Geister? Wir besitzen große Schätze. Gong den Gong, uns freizusetzen. Diesen Krieg gewinnt ihr nimmer. Die Toten herrschen hier für immer. Ihr sagt, ich soll nicht gongen, dann nein. Wahrscheinlich kommt dann so eine Flut von Gegnern hier angelaufen, dass ich dann mit meinen Zaubern nicht mehr klarkomme. Geister Visual System. So, okay. Einfach nochmal weiter versuchen. Ich habe ja in der letzten Folge über, ja, worüber nochmal, genau, über mögliche Themen gequatscht, die ja halt ein bisschen schwerer sind. Schlag zweimal den Nordgong, mehr ist nicht nötig. Okay, zweimal den Nordgong schalten. Nee, das ist Norden. Ja? Wer will trinken? Jetzt habe ich zweimal den Nordgong geschlagen und jetzt? Da war nix. Hier sind nur noch solche Räume. Die Gilde ist für Neulinge geschlossen. Ich kann euch also nicht eintragen. Wenn ich jedoch ein Geschenk von 1000 Gold bekommen sollte, schlafe ich vielleicht mit offenem Buch ein. Na dann. Jetzt habe ich für sie bezahlt, aber das hat natürlich jetzt glorreich. Ganz glorreich. Haben jetzt alle so wenig Gold in der Party? Wo ist denn die Bank? Bank? Das ist keine Bank. Da eine Bank? Nö, auch nur ein Bett. Hier eine Bank? Da ist nichts. Naja, schade. Hier eine Bank. Nee. Es gibt keine Bank, ich kann mein Geld nicht abheben. Hat es jetzt wenigstens geklappt? Willkommen in der Gilde. Okay. Kaufen. Nahrung, Krankheit heilen, entgiften, heiliges Wort. Entzieht den Untoten die gesamte belebende Energie und verwandelt sie somit zu Staub. Das ist doch klasse. Masse verzehren. Erhöht das Gewicht der Gegner und nimmt ihr somit die Hälfte ihrer Trefferpunkte. Wiederbeleben, wiederbeleben. Brauche eine Tote erwecken. Tod eines Charakters aufheben. Ja, schwerer Sturm. Alle Monster vor der Party werden von einem magischen Energiesturm überfallen. Es werden 150 Punkte Schaden eines zufälligen Typs verursacht. Teleport nochmal.
Bis zu 9 Felder in Blickrichtung, unabhängig von Hindernissen. Nein, will ich erstmal nicht, weil wir haben nur noch 304 Tacken auf der auf Tasch. So, jetzt muss ich doch wieder nach irgendwohin, wo es eine Bank gibt. Wohin? So, wo war ich eigentlich? Genau, in der letzten Folge habe ich ja über Themen gesprochen, die man nehmen könnte. Wie gesagt, Geschichtsschreibung fällt mir dafür für mich persönlich erstmal raus. Abheben, Gold. Und zwar, wie viel nehmen wir denn? Wie viel brauchen wir denn? Also ein bisschen was muss man ja auf Tasche haben, ne? So. Sollte jetzt reichen. Ja, aber zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein aktuelleres Thema, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hier seht, das ist jetzt ja schon ein paar Tage her, wird es dann noch ein paar Tage her sein. Und zwar, ja, wie gesagt, ihr habt doch bestimmt teilweise das in den Nachrichten gehört bezüglich dem Eurohawk, ne, diesem ach so tollen neuen System, Aufklärungssystem für die Bundeswehr, welches jetzt ja nach über einer halben Milliarde Investition eingestampft wird, da es doch keine Zulassung kriegt. Was die Leute ja so überrascht hat, die wussten es ja erst seit 2004, weil es schon bei der Überführung des Eurohawks, ne, kommt hier glaube ich irgendwie aus Amerika, wie auch immer, zu Testzwecken schon dazu Probleme gab. Da gab es so eine Ausnahmeregelung, dass das Ding hier überhaupt über den europäischen Luftraum hinweg durfte und so weiter. Ne? Da hat man ja von gehört und das wussten die halt auch schon ein bisschen länger. Haben aber egal, wir stopfen erstmal noch Millionen rein und so weiter und hoffen danach einfach, dass es trotzdem funktioniert. Ja, eine schöne Idee, so eigentlich. Aber, naja. Ja, wie gesagt, jetzt wurde das ganze System ja eingestampft. Ich glaube, ach, die ist nicht beigetreten, ne? Nein, da muss das noch nachgeholt werden. Ja, also halt, schön und gut. Ja, und jetzt halt das große Theater, wie es halt so ist, ne? Konnte man das nicht schon vorher wissen? Man wusste es ja. War es nicht abzusehen, dass es diese Sonderregelungen, wie ihr sie gerne haben wollte, dass die gar nicht kommt. So, Untoten, gesamte Energie entziehen, ist natürlich klasse. Tote erwecken. Wird auf alle Fälle erstmal mitgekauft und wiederbeleben für verrottet. Nein. Heiliges Wort. Ach, ich bin jetzt schon wieder hier. Ich bin jetzt schon wieder in diesem Zwiespalt, ne? Zwischen Spielen und Erzählen, ne? Ich hab's ja schon mal erklärt. Wer von euch hat mehr Spruchpunkte? Der kriegt den Zauber. So, Spruchpunkte 88. Ja, wer kriegt jetzt wohl den Zauber? Hast Pech gehabt, Pala. So, heiliges Wort. Ja. Und Wiederbeleben für verrottet gibt es auch. Und die Krankheiten heilen, könntest du auch noch lernen. Und dann sind wir wieder pleite, haben also 50.000 auf den Kopf gehauen, ist halt so. Ne? So, wie gesagt, jetzt hatte ich das ja schon. Ich habe doch diesen Nordgong, sollte ich zweimal schlagen. Habe ich doch gemacht. Das ist nicht der Nordgong. Das ist der Nordgong. Keiner will trinken. Och, 50 Kraft. Wir sagen nicht für dauerhaft. Nee, ist es nicht. Ich wollte gerade schon sagen. Wäre noch schöner gewesen. Jetzt bin ich natürlich... Ja, Winterthur noch nicht von den Geistern befreit. Macht weiter. Da muss ich doch hier hinten den Gong schlagen. Nicht den. Da. Haben wir jetzt... Den Zauber haben wir, ne? Den Zauber haben wir. So. Speichern. So. Den Gong. Ja. Hallo? Nichts passiert? Na toll. Oh, doch. Nein, du kannst ja nicht. Ja, zaubern und oder abwenden und fertig. Na, da kommen gleich noch mehr. Ja, aber man, ich weiß ja nicht, wer jetzt hier von euch damals oder gerade noch dient oder halt gedient hat.
Die Bundeswehr macht das ja ein bisschen anders wie zum Beispiel die amerikanische Armee. Ne? Die Amerikaner denken sich, so, wir hätten gerne was, lass die Firmen und so weiter doch erstmal schön was entwickeln und wir schauen uns nachher an, ob wir das überhaupt haben wollen. Und wenn halt nicht, dann haben die Firmen halt Pech gehabt, haben das Geld investiert und fertig. Die Bundeswehr investiert erst und schaut danach, ob es so funktioniert, wie soll. Und wenn nicht, wird's dann halt eingestampft. Ne, ist halt genau so, wie es halt sein soll. Ne, so mal natürlich nicht. Aber ja, das sind halt diese unterschiedlichen Arbeitsweise. Jetzt bin ich schon wieder bei dem Südgong. Na egal. Kann man auch mal schlagen. Schlagen wir den auch noch. Und den nochmal. Und ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung. Die Stadt ist leer, wenn man es jetzt so sieht. Können wir mal rausgehen. Gucken, wo sind wir denn hier? Was ist denn das? Ein Barbar! Okay. Die Barbaren klettern über die Berge. Oh, eine Schneebestie. Stirb. Zaubern. Ja, Funken. Funken kommen immer gut. Zu wenig Spruchpunkte. Okay, keine Funken. Ach, unser Zauberer ist schon wieder weg vom Fenster. Na dann. Jetzt bin ich raus. Also wie gesagt, hallo, Zauber? Irgendein Aua-Aua-Zauber? Heiliges Wort ist kein Aua-Aua-Zauber, das weiß ich auch, aber kann ich, haben wir wirklich nur Funken? So, geht doch. Na, der hält aber doch gut was weg hier. Helm gefunden. Oh. Ja, wie gesagt, die Bundeswehr macht das ein bisschen anders. Ist halt so, ich kenne das von damals selber. Da wurden halt auch Systeme angeschafft, die gut Geld gekostet haben und dann doch mehr oder weniger nur in einer Halle rumstehen. Das ist halt schade, aber so, ich gehe jetzt einfach erstmal hier rüber. Denn von hier, es geht ja viel schneller. Dann komme ich nämlich automatisch wieder nach Vertigo. So, jetzt muss ich aber nochmal, ne? Aufgaben. Knochenpfeife, keine Ahnung. Elixier der Erneuerung aus dem Jagdtempel. Findet den Feenstab, befreit Winterthod von dem Fluch und geht dahin zurück. Okay, wir gucken einfach nochmal nach dem Jagdtempel. Im Jagdtempel muss also noch weitergehen. Wahrscheinlich. Oh, wo kommst du nur her? Ich dachte, hier hätten wir schon aufgeräumt. Wo war denn der Jagdtempel? War nicht irgendwo hier unten im Wald? Jagdtempel. Na gut, nehmen wir die Zombies nochmal mit. Ja, wie gesagt, jede Armee macht das halt ein bisschen anders. Es gibt halt solche und solche. Und wie man halt jetzt dazu steht und wie man das findet, das ist dann. Okay, das ist der andere Eingang, glaube ich. Ist jedenfalls derselbe Typ, der auf den Jagdtempel aufpasst. Da standen wir, glaube ich, schon mal vor, ne? Ne, das hier, das Zelt. Die Hütte, meine ich. Boah, es gibt's doch nicht. Hier auf der Karte. Da. Ihr habt den wahren Stein. Ich öffne das Tor. Auf geht's. So, waren wir denn jetzt hier wirklich schon überall? Da ist doch ein Gang. Ich bin mir fast sicher, dass ich in dem nicht war. Juhu, Schwebenzauber. Wir können über die Fallen einfach rüber. Was? Nee, hier war ich noch nicht. Na toll, das hätte ich ja mal vorher wissen müssen. Mensch. Wer baut denn solche Gänge? Ja, also wie gesagt, ne, ist halt so eine Sache für sich, inwieweit man sowas jetzt natürlich hinnehmen muss und ob das jetzt wirklich so korrekt ist, jetzt zu sagen,
Nein, nicht nehmen. Okay. Ja, ist halt, wie gesagt, immer so eine Sache für sich. Wie das halt die Bundeswehr für sich dann halt so selber machen möchte. Und wenn die das für richtig hält, naja, gut. Es ist ja genau genommen ihr Budget, das wird jetzt abgespalten. Und muss jetzt ja auch sagen, nach der Umstellung haben die ja theoretisch gut was weggespart. Ja, dann können die das auch ruhig mal ein paar hundert Millionen dafür einfach auf den Kopf hauen. Für ein System, das eh nie kommen wird. Ja, jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt. So, ja, kaputt machen. Und schlafen. Zaubern, du, zaubern. Den soll ich jetzt mitnehmen. Ist das der Elixier der Wiederherstellung? Ja, guck mal, den hätte ich doch auch schon viel früher finden können. Und dem traue ich nicht. Noch mehr Megakredits. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die brauche. Aber vielleicht ist ja einer so gütig und sagt es mir, ne? Oder schreibt es mir. Also, wo geht's hier lang? Schalter, wer will drehen? Ich? Ja, hier ist noch ein Schalter, den können wir auch drehen. Ach, da ist wieder so eine. Nee, ist er nicht. Ha. Verarscht mich. Ich dachte gerade. Habe ich mir selber nur eingebildet. Jetzt? Nö. Hier muss es doch weitergehen. Das ist bestimmt wieder mit diesen Hebeln. Oh, da. Und jetzt? Also diese Hebelrätsel sind ja auch. Können auch mal so drehen, wie man. Nee. So. Jetzt ist es offen. Warum habe ich ihn da rumgedreht? Hätte ich ja gar nicht machen müssen. So. Ein Totenschädel. Ach, jetzt schnarchen wir die ja gleich wieder alle weg, ne? Ich hätte vorher mal wieder speichern sollen. Jetzt sind die alle am Wegschlafen. Okay. Jack-Leiche. Das sieht aber gar nicht aus wie eine Jack-Leiche. Feuer! Zaubern. Neu. Erwachen. Okay. Zaubern. Okay, alle wieder wach. Zaubern neu. Ne, müssen ja ein bisschen Aua machen, die Leute. So funken, okay. Klappt auch nicht. Zaubern neu. Erwachen. Ne, erfrischen. Hat kein Erwachen. Okay. Haut drauf. Haut drauf. Zauber. Erwachen. So geht doch. Im Vergleich zu den Anfängen. Nur wo wir das erste Mal standen und gar keine Ahnung hatten. Wer will stehlen? Nehmen wir mit. Auch mitnehmen. Man kann nie genug Tränke haben. Ja, also, wie gesagt, das Bundeswehr-Thema war jetzt nicht so ausführlich und wie auch immer. Ich könnte ein bisschen mehr zu erzählen, weil, wie gesagt, ich habe gedient. Aber man, ich weiß nicht, zu vieles darüber erzählen. Also auch wieder so eine Sache. Ich finde, jeder, der beim Bund war, kann sich seine eigene Meinung darüber bilden, wie die Bundeswehr damit umgeht. Es ist ja natürlich schön, ne? Man hört ja immer wieder, Bundeswehr hat schlechte Ausrüstung und sollte doch mal was dafür tun, damit das besser wird. Und dann wiederum gibt es halt sowas, da wird was für die, Ausrüstung getan und man kümmert sich darum, dass es halt besser werden soll. Und was wird raus? Genau das System, wo die Bundeswehr ordentlich Geld investiert hat, um es halt besser zu machen, wird halt einfach nicht genehmigt, kostet zu viel und Pustekuchen. Vielen Dank für das Elixier. Nun kann ich mich wieder zurückverwandeln und in den Ozean zurückkehren. Zur Belohnung bekommt ihr alle einen Kuss von mir. 250.000 Erfahrung und 5 Persönlichkeit dauerhaft. So, jetzt neu. Jetzt muss man das natürlich auch mal gucken. Man muss ja alles mal ausprobieren, ne? Warte, wo war's? Wo? Hatten wir nicht irgendwie einen Portalzauber? Hatten wir nicht irgendeinen Zauber, der Portal hieß und den ich jetzt nutzen könnte, um nach Vertigo zu gehen? Nein, natürlich nicht. Nachtschatten betreten. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll.
Wohin? Wohin? Also geht's erstmal nach Vertigo. Also, ich sage einfach mal, wenn ihr jetzt beim Bund wart, seid, was auch immer. Ich würde ja mal sagen, wie war das bei euch in eurer Dienstzeit oder wie ist es dort? Kriegt ihr solche Verschwendungen mit, wie es eben jetzt zum Beispiel mit einem Eurohawk mehr oder weniger der Fall war? Kann schon alles. Kein Wunder, hier geht ja nur bis Stufe 10. Hätte ich mir auch vorher denken können, also wieder raus. Da muss ich halt nach Dingenskirchens, nach hier halt. Ne, kriegt ihr solche Verschwendungen mit oder nicht? Und habt ihr auch das Problem, dass eure Ausrüstung halt älter ist, beziehungsweise schlechter wie man es eigentlich erwarten sollte bei einer Bundeswehr, die jetzt ja doch mehr oder weniger darauf aus ist, jetzt gute Ausrüstung zu haben. So, jetzt muss ich aber auch mal gucken, wie alt seid ihr denn jetzt schon? 20. Einer überalt? Nein. Ja, also, wie gesagt, habt ihr gedient? Dient ihr? Wie sieht's bei euch aus? Macht euch der Dienst Spaß? Wäre zum Beispiel auch eine sehr wichtige Frage. Wie hat euch die Umstellung gefallen, jetzt von der Wehrpflicht auf den Freiwilligendienst, beziehungsweise seid ihr vielleicht erst dann zur Bundeswehr gekommen? Und wenn ja, ich habe da zum Beispiel, muss ich auch noch sagen, aus meiner Dienstzeit, ich habe noch ein paar Kameraden, mit denen habe ich auch Kontakt. Und die sagen ja zum Beispiel, das ist ja teilweise so, Leute kommen in die Kaserne, werden vom Ausbilder angeschrien und sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich packe meine Sachen und gehe wieder nach Hause. Ne, dafür habe ich nicht unterschrieben, das wollte ich nicht, davon wusste ich vorher gar nichts. Ne, hat mir keiner gesagt, ich werde von Ausbildern angeschrien, wenn ich was falsch mache. Ne, das brauche ich mir jetzt nicht geben und fertig. Ne, Automapping vervollständigen, ne, Priorität. Immer zu Diensten, Sir, so ist brav. Ne, und kriegt ihr sowas in der Art auch mit, dass jetzt zum Beispiel die Ausbilder aus Angst vor dem Personalmangel, welcher ja wirklich da ist, von dem man ja auch immer wieder was hört, halten die sich dann jetzt wirklich zurück und sagen, lieber Junge, braver Junge, hast du fein gemacht, egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Oder ist jetzt zum Beispiel für die Alteingesessenen, die vielleicht auch selber jetzt Ausbilder sind, man weiß es ja nicht, ne? Ich gehe ja hier gerade mit diesen Spielen ja doch in eine ältere Altersgruppe, was die Zuschauer angeht, da kann man auch sowas mal fragen, hat sich das bei euch als Ausbilder jetzt beispielsweise geändert? Dass ihr jetzt anders rangeht an den gesamten Job oder eher nicht? Ne, so. Damit habe ich jetzt auch immer wieder meinen Sinn für diese Folge dazugegeben. Und sag jetzt auch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Dient schön, solltet ihr es tun. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Jedem das, wie er möchte. Pazifisten sind auch nette Menschen. Und dann bis zum nächsten Mal bei World of Xeen. Bis denn. Tschüss.